Hallo, da bin ich wieder. Shop-Plaudereien im Jahre 2021, Oktober. So, ich mache diese Videoclips aus Spaß und Dollerei, weil es mir Spaß macht. Wem es nicht Spaß macht, der klickt weiter. Wem es Spaß macht, Häkchen weg und abonniert. Natürlich versuche ich, bessere Sachen zu machen, aber im Moment ist ja dieses nicht möglich. Darum geht es mir. Es geht mir darum, die Wahrheit und nicht als die Wahrheit mal zu verkünden. Hier bei YouTube, Facebook, Instagram and so on. Bei TikTok macht es mehr Spaß, weil die TikToker anders unterwegs sind wie YouTuber, Instagrammer. So, viele von euch bei YouTube und Instagram wollen Geld verdienen und deswegen kegeln sie natürlich auch potenzielle Leute raus oder sind halt von zu Hause aus Denunzianten oder halt im Charakter nicht so gut unterwegs. Es ist halt so. So, bei Morgen. Guten Morgen. Die Stammschauer, wenn Kunden, unterbreche ich, dieser ältere Herr hatte auch recht, die Natur kann nichts dafür, dass wir Menschen uns so benehmen, wie wir uns benehmen. Und da hat er recht. Passt zum Videoclip. So, ich mache natürlich wieder einen größeren Videoclip, weil ich ein bisschen Zeit habe durch die Art Pandemie. So, die Pandemie begleitet mich leider. Ich habe ja unterschrieben, den Mund zu halten. Ich rede also nicht dessen über Pandemie, was ich wirklich tatsächlich erlebt habe in der Uniklinik, in der Intensivstation und in der Herzabteilung, zweites OG der Uniklinik Stadt Essen. Habe ich euch gezeigt, ihr wart live dabei und ich bin froh, dass ich lebe. Wie lange ist dahingestellt, aber ich bin froh. So, ich mache dieses Video, weil ich doch viele Menschen habe, die irgendwie doch nicht wirklich tatsächlich als Freund gezeichnet werden können. Sie sind keine Freunde, sie sind mit Vorsicht zu genießen. Warum, weiß ich nicht, aber ist halt so. Die wahren Freunde, also Menschen, worauf ich mich wirklich tatsächlich verlassen konnte, sind leider verstorben. Sehr früh verstorben, der erste, den ich toll fand, das war der Frank, der ist mit 6 Jahren verstorben, der hatte ein Loch im Herz und das war Ende der 50er Jahre. Also ihr wisst, ich bin alt, ich habe mein Alter, meine Kollegen und Kolleginnen sind 80, also 70 und 80 und dessen nicht mächtig. Sie finden es super toll, was ich mache, sie wissen aber, dass das auch mein Beruf. So, die von diesem Beruf nur leben, wie Til Schweiger und Co. Der hat nämlich einen neuen Film gemacht. Am 10.11. soll er gesendet werden im Kino. Könnt ihr reingehen, könnt ihr auch lassen. Til Schweiger ist, wie Til Schweiger nun mal ist. So, ich habe auch heute einige Fans wieder gesehen, deswegen komme ich auf diesen Videoclip heute. Es gibt Menschen, die mögen Stallone und zeigen alles, was Stallone, also sammeln seine Werke und bringen es für sich als Fan on air. So. Auch ich habe merkwürdige Fans, die mich on air bringen. Nun, man kann seine Fans nicht aussuchen. Ich habe natürlich auch Fans hier, die unbedingt hier sein möchten, um mich herum sein möchten. Das war schon immer so. Wie gesagt, ich kann mir meine Fans nicht aussuchen. Ich will auch meine Fans nicht aussuchen. Alle Fans, gut oder schlecht, das ist mir egal. Ihr seid Fans, gut oder schlecht, das ist eure Wahl, euer Charakter, euer Bild. Ja? Ihr sendet anhand dessen, wie ihr unterwegs seid, euer Charakterbild. Das ist euer Charakter und ich zeichne gegen. Mal gefällt's und mal nicht. So, es ist leider so, dass gewisse Klientel, oben ohne und nix, ständig irgendwie um einen herum schwirrender oder die andere Klientel, die da 20 bis 100.000 Euro einem als Kredit aufs Auge legen wollen. Meistens sind es schrullige Bilder von schrulligen Damen, schrulligen Herren. Ich weiß nicht, was das soll. Die Jugendlichen regen sich auf. Heute Morgen bei TikTok regte sich einer auf. Er ist in Leipzig in einem Hotel, trägt aber ganz groß einen Judenstern. Ja, ganz groß. Aus welchem Grund auch immer, ist seine Sache. Ich trage ja auch meine Doubletten hier. Ja? Ist halt, man hat es mir geschenkt. Bin immer Soldat und bleib Soldat und hab halt meine Anerkennung. Na, die Kennungsmarke könnte ich ja irgendwann mal gravieren lassen. Vielleicht mache ich es irgendwann mal.
Die Sache ist die, also er trug einen ganz ziemlich großen Dune-Stern und wurde dann als 15. bedient, obwohl er als erster in der Reihe stand. Und die Person im Hotel sagte, ja, ich wollte die Schlange entzerren. Die Schlange entzerren. Ich stand als erster da, also hätten sie mich auch als erster rannehmen können, oder nicht? Ich bin genauso ein zahlender Kunde wie alle anderen auch. Dann blökte aber einer aus der Reihe, nimm den Stern da ab. Ja? Nimm die Kette ab. So. Also einer diktiert in Leipzig, in Dunkeldeutschland, jemanden aus dem Ausland, der einen Judenstern trägt, aus welchem Grund auch immer. Ist ein Musiker, wohlgemerkt, ist ein Künstler. Und er hat sich dann echauffiert, ist vor die Kamera gegangen und hat uns das dann gesagt. Er war stinkesauer. So, ist okay. So, worauf will ich jetzt hinaus? Also wir nutzen das da, um etwas in die Welt zu pusten. Positiv, negativ. Ich habe viele jetzt, die erstklassige Videoclips machen. Gratulation, die sehen gut aus. Bringt ihr auch gut, ihr sprecht auch gut. Und ihr sagt auch gute Sachen. Dass die nicht ankommen, naja. Welches Kind möchte zensiert werden? Welcher Jugendliche will denn zensiert werden? Wer von diesen querdenkenden, fachsimpelnden und Freiheitsboten, die jeden Freitag die Schule schwänzen und so viel Dreck hinterlassen, dass 60 Fahrzeuge kommen müssen, 120 Leute und eine Göre zuhören, die sagt, bla 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 bla. Ist die Welt verdreht? Nein, der Mensch ist verdreht. Und die junge Dame, ihr wisst, wen ich meine, hat nun mal eine Familie, die Solarenergie verkaufen wollen. Punkt. So, und die anderen Göhren wollen ihren Eltern auch, ihren Familien den Geldbeutel voller machen. Darum geht's mir nicht. So, leider sind einige Unternehmer wirklich tatsächlich gefangen in der Welt des Geldes. Gut, wenn man ein Fahrzeug hat, was eine 500.000 kostet und davon hat man schon 10 oder 20 als Vorunternehmer, dann hat man schon Milliarden zur Verfügung gehabt oder Milliarden auf dem Konto. Man ist Fährunternehmer, man lässt fahren, man verdient gutes Geld, die Fahrer müssen auch mit einer gewissen Karte ausgestattet sein, um dieses Fahrzeug zu füllen. Ob mit Strom demnächst oder halt mit Diesel. Ja, Benziner habe ich noch keinen gesehen, so ein Brummi. Also wie komme ich heute darauf? Weil ich unterhalte mich mit diesen LKW-Fahrern. Ich höre mir dieses Leid an. Und als Filmemacher, also ich habe ja da gearbeitet, ich bin ja damit groß geworden, sage ich jetzt nur auf Achse, ja, mit Krug und Co. So, Krug war ja auch ein Flüchtling von Ost nach West und ist hier weiterhin guter Schauspieler gewesen. So, dieser Krug hat auf Achse gedreht mit einem 380 PS starken MAN, sein Kumpel auch. Und die beiden waren dann bei einem Fuhrunternehmer, eine junge Frau, ziemlich vollbusig und trug immer Pelz und hatte dicke Haare und was weiß ich nicht alles. Es war reichlich Klischee in den 70ern, aber egal. Diese junge Frau als Fuhrunternehmerin war auch immer pleite. Und die beiden Fahrer waren auch immer pleite und mussten gucken, wie sie an Geld kommen. Einmal mussten sie Käse fahren, durften aber keinen Käse fahren und all so ein Blödsinn. Ja, dann wurden sie festgenommen. Und also auf Achse, geht bei Google, gibt ein auf Achse und geht gleich zu YouTube und schaut euch die Filmchen an. In 6:4, der damaligen Fernsehqualität. So, ich komme wieder auf dieses Thema, weil natürlich hätte ich Lust, solche Filme zu machen oder in Szene zu setzen oder dabei zu sein. Ja, ich erinnere mich sehr gut an manche Aufträge, die ich hatte. Ist aber lange her. So, in meinem Bereich Fotofilm ist man leider nicht so. Das ist halt, das ist Kunst. Man macht einen großen Film und dann ist erstmal Ruhe. Davon kann man nun mal nicht leben. Also ist man normal geblieben. Und normale Menschen werden ausgebucht. Ja, diese da, die da kleben, ja, Jackie Chan und was weiß ich nicht alles, die hatten es halt auf irgendeine Art geschafft. Und in dem Moment, wo sie es geschafft haben, haben sie etwas gut gemacht, damit sie davon leben können. So, unser Eins hat es auch gut gemacht, aber leider nicht in diesem Sequent, also keine Millionen, Milliarden, ja, sondern im unteren Bereich. Man war schon mit 1000 D-Mark glücklich. Ja.
So, wenn man 1000 D-Mark netto jeden Monat, das sind 12.000 D-Mark netto, damit konnte man eine Menge machen. Also man hat alle Kosten und es bleiben 1000 D-Mark über. Und mit diesen 1000 D-Mark im Monat konntest du machen, was du wolltest. Also, wenn du 6 Monate nichts gemacht hast, hast du also im 7. Monat 6.000, ja? Und wenn du die gerade ausgegeben hast, hast du immer noch einen Tausender. Jeder sollte mal drüber nachdenken, wie er mit seinem Geld umgeht. So, heute geht's nicht. Der Euro, es geht nicht. Ich habe nur Ärger mit dem Euro. Ich kriege meine Geldsäcke nicht los, ja? Ich schenke schon meinem Buchhalter einen Sack Geld. Ich glaube kaum, dass er sich darüber freut, immer einen Fünfer dafür zu zahlen. Irgendwann muss ich noch 60 Euro mitbringen, weil er die Kleingelder eingezahlt hat. Also Buchhaltung ist sowieso. Also ich arbeite gerade daran, wirklich tatsächlich mal doch das auf den Weg zu bringen, dass wir anders entschädigt werden, dass wir auch ein anderes Steuersystem bekommen. Ich zahle gerne Steuern, aber ich möchte nicht belogen werden und betrogen werden. Buchhalter und Steuerberater belügen ihre Klientel. Sie helfen ihnen nicht. Sie lassen sich richtig teuer bezahlen und arbeiten, wie sie Bock haben. Das ist die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Also noch einmal, die Menschen, denen es wirklich tatsächlich gut geht, weil sie auf der glücklichen Seite sind. Aber ich rede zu den Menschen, die wirklich tatsächlich sich bemühen, aber leider immer in die schlechte Seite abdriften, weil sie immer Pech haben, aus welchem Grund auch immer. So, ich merke aber, dass ich heute ein zu langes Video machen würde, weil ich zum ersten Mal wieder, ein Kunde hat mich gerade unterbrochen. Die weiteren Kunden werden mich sicherlich unterbrechen, aber ich habe jetzt keine Interesse, ein Stundenvideo zu machen. Es klappt sowieso nicht. Ihr seid vernebelt, einige, und die Klardenkenden brauche ich nichts erklären, sie wissen Bescheid. Ich gehe jetzt zu TikTok, unterhalte mich da mit dem Klientel, weil TikTok-Klientel mir doch gewogen und ich denen gewogen und mir mehr Spaß machen wie YouTuber. YouTuber sind hinter dem Geld her und sind halt nicht wahre Freunde, ist halt so, keine Ahnung. Sie wollen unbedingt ihre Clips an den Mann bringen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das passiert leider zwischendurch auch bei TikTok, aber die gehen da meistens unter. Ja, also die gehen unter, dieser Blauhaar, sag ich mal, der da überall gefeiert wird, dieser Jungspund, naja, dieser Irokese, der auch überall gefeiert wird, Leute. Wenn die Welt so bescheuert wird, dass wir, die echt so lange schon Lebenserfahrung, Berufserfahrung, überhaupt weltliche Erfahrung haben, auch mit dem Thema hier. Es geht hier um dieses Thema. Wenn man mit dieser Welt Medien davor und dann hinter involviert und das über 40, 50 Jahre, dann sollte man diesen Menschen nicht irgendwas vorgaukeln, nur weil ihr ein oder zwei Jahre YouTuber seid. Von mir aus auch erfolgreiche YouTuber. Seid mir nicht böse. Keiner kennt euch. Keiner kennt euch. Ich frage ja jedes Mal nach hier. Ja? Ich habe 2000 Kunden und keiner kennt euch. Hart, oder? Meint ihr nicht?